Das Gelände hinter mir zeigt Teile der ehemaligen Henrichshütte, den heutigen Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshütte. Man erkennt eine Wasserfläche, künstlich angelegte Teiche. Diese Teiche sind nach Schließung der Henrichshütte bewusst in der Form angelegt worden, um den ehemaligen natürlichen Flusslauf der Ruhr, wie er bis 1959 vorhanden war, hier zu markieren, zu kennzeichnen. Das Schema lässt recht deutlich erkennen, wie sehr der Fluss das Werksgelände einengte und wo die einzige Möglichkeit für neuen Geländegewinn lag. Knapp 14 Tage nach Baubeginn zeigte das Panorama bereits, wie sich der neue Flusslauf in die Landschaft einfügen wird. Man sieht auch, welche Mengen Bodenmassen zu bewegen sind. Über 500.000 Kubikmeter Boden werden in den Sommerwochen des Jahres 1959 hier zwischen Hattingen und Bochum bewegt. Im Jahr 1959 hat die Henrichshütte in einer Blütephase die Ruhr verlegt, hat der Ruhr ein künstliches Flussbett geschaffen, um etwa 800.000 Quadratmeter Produktionsfläche hinzuzugewinnen.